Ja, Leon Andreasen ist bei uns. Leon, die letzte öffentliche Trainingseinheit vor dem ersten Pflichtspiel ist gerade rum. Wie zufrieden bist du zum einen mit deiner Vorbereitung, zum anderen mit der Vorbereitung des Teams? Ja, bezüglich auf das Team sehr gut. Wir haben gut gearbeitet. Wir sind fit und fehlen uns leider noch ein paar Tore. Finde ich, die letzten Spiele ein paar gute Chancen gehabt, die setzen wir nicht um. Also ein paar Tore fehlen. Für mich persönlich ein bisschen ärgerlich. Ich habe lange mit dem Oberschenkel ein bisschen Probleme gehabt, war immer ein bisschen fest und könnte nicht die ganze Vorbereitung Vollgas geben. Aber jetzt bin ich wieder da und es kann losgehen. Kannst du uns die heutige Trainingseinheit mal so ein bisschen beschreiben? Du hast gerade schon gesagt, die Tore könnten ein paar mehr sein. Heute standen Abschlüsse auf dem Programm, oder? Ja, ich glaube, das war auch das Ziel für heute, dass wir da ein bisschen aufs Tor knallen. Eigentlich war geplant 11 gegen 11, aber bei der Hitze heute war es vielleicht besser, dass wir das auf morgen verschieben. Hessen-Kassel ist der erste Gegner, Regionalligist, aber trotzdem, das Stadion wird ausverkauft sein. Ich glaube, mit knapp 18.000 Menschen wird ein Hexenkessel, so wie man es kennt vom DFB-Pokal. Ja, das wird eine harte Nummer. Wir kennen das von den letzten Jahren, da haben wir uns ein paar Mal blamiert. Wir müssen mit voller Konzentration nach Hessen-Kassel fahren und da bin ich mir sicher, gewinnen wir auch. Aber wir dürfen nicht nachlassen, wir dürfen nicht mit 90% ran. Von der ersten Minute an Vollgas, als wäre das jede andere Bundesligaspiel. Neu im Training waren auch andere Spielbälle, das ist ja im DFB-Pokal auch so. Die sind von einer anderen Marke. Wie hast du die erlebt? Die sehen ja aus wie so Spider-Bälle. Ja, das ist immer ein kleiner Unterschied dann, aber wir haben ja die Woche mit den Bällen trainiert und das passt ja dann auch. Was nehmen wir, also wie gehen wir das Spiel an, abschließend Hessen-Kassel? Ja, wie ich gesagt habe, Samstag werden wir losfahren, volle Konzentration und wie du selber sagst, da kommen viele, viele Zuschauer, die sind fanatisch und für den ist es ein großes Spiel und einfach 110% geben. Danke dir, Leon. Ja, bitte.